Salam alaikum und alaikum salam, liebe Freunde. Ich bin's, euer Wakayashi, und das sind die Video-Patch-Notes vom 11.10.2023. Und es wird wirklich heute sehr Dadge. Auf geht's! Okay, also der 11. Oktober, ein Tag, den wir auf jeden Fall grau markieren werden. Heute gibt es leider keinen Content, Leute. Es gibt keine vernünftigen Patches, keine vernünftigen Events. Es gibt auch keine weiter fortführenden Events. Die Events wurden uns alle weggenommen. Also ich weiß nicht, was die vorhaben, aber eine Woche auf jeden Fall Urlaub auf Malta. So, also, wir gehen mal ganz kurz über die Events, dann über den Pearl-Shop in EU und dann über den EU-Patch. Und dann gehen wir in den Korea-Patch nochmal kurz als kleinen Exkurs rein, was die bekommen haben. Also, Event Nummer 1 und Event Nummer 2 beziehen sich auf Gilden. Ja, es sind Gilden-Events. Event Nummer 1 ist einfach, sei in einer Gilde und dann kriegst du tägliche Belohnungen. Ne? Wenn du dich jeden Tag einloggst, kriegst du halt 20 Tage lang so ein paar Belohnungen. Ne? Unter anderem 300 Cronstones, 2000 Loyalität, eine Saunierrolle, die du mit der Gruppe machen könntest. Dann 50er Rad von Vikes, aber ja, nichts wirklich Besonderes. Event Nummer 2 ist ein Gilden-Event, wo der Gildenleiter zu Duncan in Velia hingehen kann. Dort gibt es eine Quest, durch diese Quest bekommt der Gildenmeister dann 2 Beschwörungsrollen, das ist eine große Schatztruhe. Any Mappers im Chat, ne? Leute aus 2020, 2019 werden wissen, was für ein Meme das jetzt gerade ist. Aber diesmal keine Maps, sondern es sind einfach so 2 Kugeln. Diese 2 Kugeln könnt ihr dann einfach als Gildenleiter einen Tag festlegen, eine Uhrzeit festlegen, wo alle Gildenmitglieder dabei sein sollten. Und dann wird der halt beschworen, ne? Beim Wolfshügel zum Beispiel in Velia kann man da so eine riesen Schatztruhe spawnen als Gildenmeister. Und jeder, der darauf haut, bekommt hinterher einfach ein bisschen Loot. Ja? Davon gibt es 2 Rollen. Und das ist das, was man als Gildenmitglied dann so erhalten kann, ne? Gibt halt mehrere Gegenstände, kommt drauf an, wie euer RNG ist. Und mit dieser Marke des Vertrauens, die ihr dann hier auch noch droppt, könnt ihr dann anschließend zu Duncan selber hingehen, ne? Und diese dann eintauschen gegen diese Belohnungen. Ist am Ende wirklich nicht viel, aber nimm es einfach mit und damit kommen wir auch zum letzten Eventpunkt. Und zwar gibt es jetzt auch nochmal ein paar mehr Belohnungen für Gilden-Missionen, Gilden-Quests. Ne? Also wenn ihr eine Gilden-Quest machen wollt, unter G auf diese Schiffsrolle geht und dann gibt es da Lifeskill-Mission, Kampf-Mission, müsst ihr halt einem Offi oder einem Gildenmeister Bescheid sagen, dass ihr die Mission gerne machen würdet auf dem jeweiligen Server und dann muss er die annehmen für euch. Die Belohnung, die man halt zusätzlich bekommt, ist hauptsächlich auch wieder Gilden bezogen. Das heißt, das ist primär nicht Silber für euch, sondern primär Silber für die Gilde, damit die Gilde damit einen geilen Stuff anfangen kann, aber oder mehr Payout zahlen kann. Aber ja, gut. Damit kommen wir zum EU Pearl Patch. Also was gibt es neu heute? Auch hier muss ich sagen, glänzen sie nicht wirklich. Es gibt ein paar schöne Sachen, aber überwiegend nichts, was wirklich kaufenswert ist. Ich würde ehrlich gesagt euch empfehlen, einfach mal abzuwarten. Ich vermute mal, dass zu Halloween, ne, nach diesem Zeitraum, also nach dem 25. oder ab dem 25. dann Halloween-Angebote kommen werden. 2 Wochen später gibt es Black Friday. Ich würde darauf warten, Leute. Also spart euer Geld, ne, und cash da meinetwegen rein, aber jetzt aktuell nicht so geil. Wenn du 10 Euro auflädst, kriegst du hier heute eine seltene Grundstone Gamba Box und dann ein paar Gutscheine. Wenn ihr die Gutscheine irgendwie sinnvoll verwenden könnt, ich frage mich einfach so, für welches Angebot wollt ihr das dann verwenden? Es gibt gar nichts Gutes. Also vielleicht kauft ihr euch dieses Angebot dann vielleicht kurz vor dem 25. in der Hoffnung, dass dann diese Gutscheine lang genug halten und dann in der Hoffnung, dass geiler Pearl-Update dann danach kommt, eventuell da rein dann cashen mit den Dingern. Dann haben wir hier 30 Tage Vorteilspaket mit 15 Tage Vorteilspaket kombiniert für 1500, das sind aber basically einfach nur 25% Rabatt, ne? Also, beziehungsweise, also, das ist, also, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, also ihr spart euch 750 Pearls. Regulär kosten 30 Tage schon 1500, ne, und normalerweise müsst ihr hierfür 2250 zahlen, die spart ihr euch, also 2/3, 33% Rabatt. Ist okay. Kann man machen, wenn man jetzt gerade kein Vorteilspaket hat, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das Angebot, scheiß drauf, hier für 580 Pearls kriegt ihr 14 Tage Kammer-Sylph-Baum und könnt aussuchen zwischen Kampfbuch und Lifeskill-Buch, wenn euch das interessiert. Das gleiche nochmal mit geheimes Altmond-Buch, wenn euch das interessiert. Normalerweise kauft man sich diese ganzen Geheimbücher und Kammer-Sylph-Bäume eigentlich nur, wenn man Loot-Scrolls mit drin hat, aber in dem Fall weiß nicht, ob das so wert ist. Okay, dann haben wir jetzt die ersten Artisan-Angebote, Leute. Wir haben hier 125 Pearls. Das sind 10 Artisans, könnt ihr euch wöchentlich einmal kaufen. Da zahlt ihr 12,5 Pearls pro Artisan. Es geht los, Leute, ne? Ich hatte es damals angekündigt. Ungefähr 10 Pearls pro Artisan im Angebot.
Wir nähern uns langsam, Leute. Wir nähern uns. Enhanceden, nur noch über Art, die sind es lohnenswert. Eine Pam Blackstar Raw tappen oder mit Crownstone zu tappen, ohne zu cashen, fühle ich nicht. Also lohnt sich nicht. Dafür ist der Pam Blackstar Preis momentan viel zu niedrig und die Enhancing Kosten viel zu hoch. Ja, also es lädt einfach ein, einfach mal hier mal fix, keine Ahnung, 1 Euro rein zu cashen. Dann, nö, nö, nö. Ist okay. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich euch einmal empfehlen, das zu holen, ne, auf eurem Main-Charakter. Seid euch sicher, dass ihr euren Main-Charakter gefunden habt, weil das Problem ist, wenn ihr das Ding einlöst, habt ihr das Problem, dass ihr nicht mehr den Charakter wechseln könnt, also beziehungsweise das Item nicht mehr vom Charakter wegnehmen könnt, sondern das ist halt wirklich Charakter-bound, ja. Damit könnt ihr euer Pferd über jegliche Distanz rufen, ist wirklich schon sehr, 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 sehr hilfreich, aber seid euch sicher, dass das auch euer Main ist, ansonsten ist es echt verschwendet, ansonsten ist es ein totes Item auf einem toten Charakter. Nö. Nein. Ist okay, aber noch besser, wenn dann überhaupt das hier. Ja, also das hier ist nochmal ein Enhancing-Paket. 4850 Pearls für 200 Artisans, ne? Normalerweise kosten 100 Artisans 2000 Pearls, also ja, 4000 Pearls für 200 Artisans, aber hier haben wir noch 500 Cronstones, ein paar Failstacks, ein paar Memfrags, noch ein bisschen mehr Enhancing und halt nochmal 10% auf Comfort, falls ihr das irgendwie verwenden könnt. Aber so richtig geil ist das noch nicht, ne? So richtig geil ist das noch nicht. Gut, dann gibt es nochmal ein paar Halloween-Kostüme, ne? Ab nächste Woche gibt es auch ein Halloween-Event, Leute. Deswegen, ne, also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, eine Woche mal was anderes austesten, eine Woche mal andere Spiele testen, wäre jetzt der passende Moment. Ich denke, ab nächste Woche kommt dicker Content wieder auf uns zu. Aber jetzt gibt es hier nochmal ein paar Halloween-Kostüme, Kürbis-Outfit für ungefähr 2000 Pearls, dann Manist, dann Teufelshorn, dann Grabräuber und ja, das war's. Falls euch diese Halloween-Kostüme ansprechen, holt sie euch, man kann sie nur cashen. Okay, dann kommen wir zum nicht vorhandenen Patch. Ja, Schlachten-Minigame, das 10-fach-Minigame wurde vereinfacht. Ihr müsst jetzt weniger das erfolgreich abschließen, um den 10-fachen Loot zu bekommen. Ist okay. Khans Herz, Leute. Ihr habt vielleicht gedacht, heute kommt der Patch mit Khans Herz kostenlos, aber wir müssen nochmal drauf warten. Es gab nämlich zwei Global Lab Patches, wo Khans Herz bearbeitet wurde. Im ersten Patch kam nämlich im Global Lab das hier, was hier jetzt steht. Nämlich Khans Herz wird einfach erstmal verbessert, ja. Das Khans Zerstörungsherz hat jetzt nicht mehr ein AK, sondern zwei AK. Und Khans Schutzherz hat nicht mehr ein VK, sondern zwei VK. Das ist schon alles. Ja, das war die erste Änderung. Die zweite Änderung, die kommt sehr wahrscheinlich nächste Woche, weil sie auch heute in Korea erschienen ist, dass wir nämlich Khans Herz umsonst bekommen oder fast umsonst bekommen für ungefähr 600 Millionen und dreimal Khans töten. Das wird erst nächste Woche kommen. Ja, also sehr wahrscheinlich. Dann süßer Honigwein. Wir bekommen mehr süßen Honigwein durch unsere Feenflügel. Ne, T3 gibt nicht mehr 6, sondern 20. T4 nicht mehr 10, sondern 40. Dann haben wir wieder den World Boss offen, ne? Das heißt also Federn können wir dort wieder sammeln. Denkt dran, es gibt drei Offens, Mittwoch 16 Uhr, Montags 12 Uhr und Samstags 2 Uhr nachts, 2 Uhr morgens, also vom Freitag auf Samstag. Genau, die Minimog hat sich ein bisschen geändert, ne? Vorher hatte man so irgendwie 3 oder 4 Ziele. Das Ganze wurde auf 2 reduziert, also ja, wir haben jetzt nur noch zweimal Minimog, also zweimal offen Ziele, die wir angreifen können, also nicht mehr mit Muskete rangehen und schießen. Muskete wurde, das wurde einfach komplett entfernt. Ne? Lasst die Muskete zu Hause, braucht ihr nicht mehr. Genau, dann gibt es eine Loot-Änderung, eine Anpassung, dementsprechend, dass uns hier ja, extra Loot verwehrt wird, bekommen wir jetzt mehr Chancen auf den wenigen Zielen, die wir haben. Ne, also, aber dementsprechend so rein theoretisch könnte man sagen, naja, vorher hatte ich die Chance bis zu 3 oder 4 Mal eine Feder zu droppen, jetzt habe ich sie nur noch 2 Mal. Ne? Dafür verdoppeln sie aber auch die Loot-Chance auf fantastische Federn. Aber im besten Fall habe ich hier in diesem Fall nur noch 2 Federn und vorher hätte ich 3 oder 4 Federn haben können. Habe ich, ne? Also, man muss das immer von allen Seiten durchleuchten, Leute, ja? Also, teilweise wurde es halt auch überproportional erhöht hier, zum Beispiel gab auf uns Kiste 2,25-fach erhöht, aber, ja. Dann ein Bugfix in Tungat Ruin, das finde ich richtig geil, weil ich da gerade am Treasure Piece grinden bin. Manchmal, wenn man diesen Tungat-Anführer getötet hat, wurden nicht alle Tungat-Asketen CC'd. Ja, und auch die Vernichter nicht immer CC'd. Die haben trotzdem sich weiter bewegt. Normalerweise muss, wenn Tungat-Anführer stirbt, sofort alle Mobs müssen CC'd werden. Das war nicht immer so. Deswegen, das haben sie jetzt gefixt. Richtig geile Änderung. Finde ich sauber. Gut, dann gibt es für die Arena of Solaire Season 3 jetzt eine Statue für jeden, für jede Klasse, die den ersten Platz geholt hat. Da könnt ihr euch nochmal für 10 Stunden 10% Atem-XP holen.
Für 20 Energie ist okay, aber whatever. Ist halt nur so mehr so Flex. Ja, ist einfach eher so Flex-Grund. Gut, und damit war das auch schon mit dem EU-Patch. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Korea-Patch-Exkurs. Also das, was ich hier heute in Korea vorstelle, das wird sehr wahrscheinlich nächste Woche oder in 2 Wochen vorkommen. Manchmal, wie im Falle von Arthurs Schuhen, kann es auch 3 oder 4 Wochen dauern. Ja, also lasst euch da bitte nicht reinbaiten. Das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, ein kleiner Vorgeschmack, der auf uns auch kommen könnte. So, der Krieg der Rosen bricht aus in Korea. Ab dem 15. Oktober geht es in die Four-Season. Ja, was ist nochmal Krieg der Rosen? Das war dieses 300 versus 300. Grana zwischen Odelitia, also Kammer Silvia gegen Odelitia. Ein Riesenfight, ein Riesen-Siege, ne? Das ist dann Sonntag wird das sein, am 15. Oktober. Dann gibt es dafür eine Quest, die ihr machen müsst. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr für Kammer Silvia oder für Odelitia kämpfen wollt. Und dann könnt ihr auch nicht mehr erstmal wechseln. Und dann könnt ihr als Gilde daran teilnehmen. Und es gibt auch Belohnungen, ne? Es gibt irgendwie, glaube ich, der Höchstpreis waren 3 Milliarden, ne? Dann seht ihr hier, das ist der Fight hier, so zwischen den beiden, ne? Da wird gekämpft, ne? Und hier auch diese Castle wurde aktiviert, wie man sieht, die Brücke ist endlich gebaut. Ihr könnt euch erinnern, Leute, ne? Die Odelitia-Brücke gab es nicht, aber jetzt gibt es sie. Also jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da, ne? Und hier ist auch so irgendwie, ich glaube, das müsste es sein. Ich bin sicher, dass das Gebiet war. Wo sie eigentlich früher dieses Gebiet machen wollten, wo PvE mit PvP kombiniert wird, wo man mit Gruppen reingehen konnte und man sich hochkämpfen musste, aber ja, whatever. Ist auch egal. Also, dann haben wir hier die Belohnungen. Die Belohnungen sind unter anderem 3 Milliarden für die Siegergilde. Digga, der Patch ist echt wirklich sehr, sehr lang. Da. 3 Milliarden für Siegergilde, 2 Milliarden für Befreiung, also für Stich, für Unentschieden. Und wenn man verloren hat, kriegt man nur 1,5 Milliarden. Ja. Wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Abwarten. Mal schauen. Abwarten. Gut, dann gibt es jetzt in der Battle Arena unterschiedliche Stärken von Dummies, an denen man trainieren kann. Welche, die halt für Anfänger gedacht sind, wo sie nicht so schnell aufstehen. Welche für Mittelklasse, wo sie relativ schnell aufstehen. Und dann fortschrittlich, die sogar einen Counter geben. Ne, also dann auch noch countern, um euch besser auf PvP vorzubereiten. Dann haben wir hier die Khans Quest, wo man 3-mal Khans besiegen muss und anschließend Khans Herz damit craften kann. Ne, ihr braucht 3-mal dieses zauberhaftes der schwachen Khans. Und dann braucht ihr 400 Alchemie-Steinstücke, 200 Magiefragmente und 100 Spuren. Das sind ungefähr 600 Millionen plus die 3 Khans. Ergibt einen Khans eurer Wahl. Das wird aber erst wahrscheinlich nächste Woche bei uns vorkommen. Und nicht diese Woche. So, dann haben wir in dem neuen Ulukita-Gebiet, wo man auch die Arthur-Schuhe grinden kann, ne, die neue Flamme, wo man die farmen kann, dort gibt es einen Change bezüglich der Mechanik. Es gibt ja eigentlich so einen großen Mob und dann noch ein paar begleitende kleine Mobs. Da wird jetzt nochmal ein Event hinzugefügt. Ne? Ab und zu, wie in Tungat Ruin oder wie in Stadt der Toten, wird es zu einem Event-Mob kommen. Wenn ihr den tötet, spawnt er währenddessen halt auch noch andere Mobs, die allgemein schwächer sind. Dadurch ist das halt ein Buff für den Spot und lässt uns hoffentlich dann die Flamme schneller grinden. Ja. Hier nochmal der Bugfix mit Tungat Ruin, auch nochmal in Korea. Aber dann gehen wir direkt weiter. Wir haben jetzt hier bei Gamov eine neue Treppe. Das wurde schon im Global Lab bereits verkündet. Ne, da muss man nicht mehr so hochklettern. Ist echt blöd gewesen. Teilweise als Shy kamst du gar nicht hoch, musstest einem außenrum laufen. Sehr nervig. Jetzt hast du eine Treppe auf jeden Fall. Und dann gibt es eine neue NPC-Suche für Church Buffs. Finde ich richtig geil. Weil also bei manchen Städten, zum Beispiel Drigan, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr wisst, wo der Church-NPC in Drigan ist. Ich bin mir sicher, dass 90% der Leute nicht wissen, wo der Church-Buff in Drigan ist. Es ist, Tipp, es ist kein NPC. Okay, so. Dann haben wir die Hall of Fame auch nochmal hier. Wir haben dann nochmal eine neue STRG-F-Funktion. Und zwar, hört auf, das jetzt in den Chat zu schreiben. Die Leute so auf YouTube sollen das in den Kommentaren schreiben. Jetzt hört doch auf, jetzt habt ihr alles versaut. Fushinatsu, danke. Danke, Boni. Danke für die Spielverderber, ey. Ja, Leute, das schreibt trotzdem in die Kommentare. Okay, also dann haben wir hier, wenn wir beim Enhancen sind und STRG F drücken, haben wir ebenfalls diese UI und können direkt die Steine rausholen und müssen nicht das Enhancing-Fenster verlassen. Wir müssen nicht vom Schwarzgeist losgehen. Auch sehr geile Änderung. Wenn man jetzt so ein Event-Würfelbrett hat, kann man hier einfach direkt über diese Schaltfläche einfach hin und her wechseln. Auch sehr, sehr schön. Quality of Life. Immer nervig gewesen, das auszumachen, neu anzumachen. Allein diese UI ist sowieso komplett bodenlos. Das ist irgendwie so eine Webseite, die eigentlich im Spiel aufgerufen wird und die dauert Ewigkeiten.
einfach. Wenn ihr mehrere Gildeneinladungen gleichzeitig bekommt, könnt ihr jetzt hier einfach rüberblättern, auf Seite 2, 3, was auch immer. Hier kann man die Loot Scrolls ein bisschen schneller annehmen mit Enter, mit Leertaste. Man muss nicht mehr raufklicken. Und, liebe Zuschauer, das war's schon. Also, wir haben trotzdem geschafft, 15 Minuten hier über diesen nicht vorhandenen Patch zu reden. Also, wenn jemand stolen kann, dann bin ich das auf jeden Fall. Wenn euch das trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Follow freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/Wakayashi. Viel Spaß jetzt im Video.